Am 2. März trafen sich der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Wittenberge, Thorsten Dien, der Geschäftsführer Lutz Kähler von den Stadtwerken Wittenberge und Betriebsleiter der Stadtwerke Mike Plefka, um den neu gestalteten Prignitzbus in Empfang zu nehmen. Bei der Gestaltung arbeiteten beide Unternehmen zusammen und man kann mit Sicherheit sagen, dass dies gelungen ist. Angefangen mit dem Symbol des Elberadwegs sehen wir die Elbe dahinfließen. Blumen und Fahrräder entlang der Elbe symbolisieren den Tourismus. Versorgung und Wohnraum eingebettet in eine wundervolle Naturlandschaft. Die Wohnungsbaugesellschaft und die Stadtwerke, das Wir-Gefühl der Elbestadt. Und das macht den Bus gleich viel interessanter. Wer sich dafür interessiert, sollte in Zukunft die Augen offen halten, denn der neue Bus ist ab jetzt in der Prignitz zu sehen.